Es gibt harte Zeiten, es gibt schwierige Zeiten und trotzdem sind die einen erfolgreich und die anderen nicht. So wie im letzten Jahr 2021 gab es über 100.000 Insolvenzen, aber im gleichen Jahr haben es 70.000 Menschen geschafft, ein Millionär zu werden. Es gibt also anscheinend einen Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg, obwohl alle Menschen in der gleichen Situation sind. Und darum geht es heute in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe selbst nicht nur als Unternehmer viele Krisen und Erfolge und Misserfolge erlebt, sondern auch als Berater und Coach viele Menschen dabei begleitet. Und das, was mir dabei aufgefallen ist, dass Menschen in haargenau der gleichen Situation unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Die einen werden noch erfolgreicher und die anderen noch erfolgloser. Die Frage ist nur, was macht den Unterschied aus? Am leichtesten lässt sich der Unterschied anhand dieses Beispiels erklären. Und zwar habe ich dir hier eine Kartoffel mitgebracht und ein Ei. Beide sind von ähnlicher Größe und trotzdem verhalten sie sich unter Belastung komplett anders. Wenn du nämlich beide in den gleichen Umstand hineinsetzt, also in einen Kochtopf mit heißem Wasser, und du bringst dieses Wasser zum Kochen auf 100 Grad Celsius, dann verändern sich beide. Die Kartoffel, die wird durch den Kochprozess immer weicher. Das Ei hingegen wird immer härter und immer widerstandsfähiger. Übertragen auf uns Menschen bedeutet genau dasselbe, wie ich dir mit diesem Beispiel aus dem Jahr 2021 verdeutlicht habe. In den Zeiten der Corona-Krise, Pandemie und von wirtschaftlichen Sanktionen und Einschränkungen haben die einen ihr Unternehmen abmelden müssen, sind insolvenz gegangen. Auf der anderen Seite haben über 70.000 allein in Deutschland es geschafft, weitere Werte zu entwickeln, die sie zum Millionär gemacht haben. Während also die Kartoffel und das Ei sich im Kontext kochendes Wasser befunden haben, befinden sich du und ich, wir Menschen alle, auch in einem spezifischen Kontext. Das sind die aktuellen Rahmenbedingungen. Und Tatsache ist, dass genau wie das Ei immer fester wird und die Kartoffel immer weicher, so gibt es auch Menschen, für die die Situation immer schlechter wird, und dann gibt es Menschen, für die die Situation immer besser wird. Und der entscheidende Unterschied ist, wie das Mindset, das heißt die eigene persönliche Haltung, gestaltet ist. Bekannte Trainergrößen wie Brian Tracy haben deshalb auch gesagt, nimm all dein Geld, nimm all dein Gold, was du hast, und investiere es in deinen Geist, in dein Unterbewusstsein, in dein Mindset, in deine Einstellung, in deine Haltung. Denn genau diese Haltung, diese Einstellung, dieser Fokus, dieses Mindset, also das, was du denkst über die Umstände, die du wahrnimmst, das entscheidet letztendlich darüber, ob du erfolgreich wirst oder eben nicht. Wenn du dich jetzt fragst, was genau jetzt diesen Unterschied ausmacht oder was du konkret ändern kannst, da gibt es eine ganze Fülle, Bibliotheken voll an Erfolgsliteratur. Das Wichtigste, was ich aber glaube, was der erste Punkt ist, ist deine Vorstellungskraft, deine positive Erwartungshaltung, also der Glaube daran, dass es für dich in der Krise unter Druck überhaupt eine konstruktive, eine positive Zukunft gibt. Der Glaube also daran, verbunden mit der Hoffnung, der positiven Erwartungshaltung, dass es sich konstruktiv verändern kann, ist immer der erste Schritt, bevor in der Situation Erfolg produziert wird. Alle anderen Dinge sind natürlich auch wichtig, dass du eine Vision hast, die Ziele setzt, dir Pläne machst, deinen Gedanken änderst, dein Verhalten änderst, dein Umfeld änderst, mit den Ressourcen wertschätzend umgehst, dass du gesund bist, dass du fit bist, dass du die entsprechenden Fähigkeiten erwirbst und deine Ressourcen beschützt. All das ist natürlich super relevant. Aber entscheidend ist, wo soll es für dich überhaupt in der Zukunft hingehen? Und um das herauszufinden, daraus Ziele und Pläne zu machen, dein Denken und dein Glauben, dein Hoffen darauf auch auszurichten, das ist am besten gegeben, wenn du dich mit Menschen zusammentust, die ähnlich oder vielleicht schon weiter im Leben vorangekommen sind als du und ähnliche Ziele haben. Das können Menschen sein, die Mentoren sind, das können externe Coaches oder auch Berater sein. Und wenn du dich auch auf den Weg machen möchtest, noch besser dein Mindset so auszurichten, dass du in gleichen Situationen bessere und andere Ergebnisse erzielst wie vielleicht in der Vergangenheit, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Berater und Experten im Team, sondern auch Coaches, die dich genau dabei begleiten können und auch wollen. Das machen wir gerne bundesweit und prüfe jetzt über ein kostenfreies Erstgespräch, wie und ob wir dich begleiten können. Du bist aber auch eingeladen, das Video jetzt zu liken, zu teilen, den Kanal zu abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu drücken, dann wirst du in Zukunft auch über weitere neue Videos dieser Art informiert.
Ich wünsche nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.